BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Herzlich willkommen miteinander zur Pressekonferenz nach dem 146. Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Ich begrüße beide Trainer, Roberto Di Matteo für Schalke 04 und wie gewohnt Jürgen Klopp für Borussia Dortmund. In ihren Reihen gibt es übrigens ebenfalls einen Gewinner. Thomas Bielefeld von schwarzgelb.de hat unser Huawei-Tippspiel gewonnen und ist neuer Besitzer eines Handys und eines Talkbands. Herzlichen Glückwunsch. Ich bitte Roberto Di Matteo hiermit um sein Statement zum Spiel. Ja, es ist natürlich ein schwieriger Tag für uns heute alle. Und ich glaube, wir müssen uns erstmals bei unseren Fans entschuldigen für die schlechte Mannschaftsleistung heute im Derby. Wir hatten natürlich etwas ganz anderes geplant in diesem Spiel für uns. Und ich glaube, nach den ersten 10 Minuten, wo wir einigermaßen gute Ansätze gezeigt haben, haben wir das Spiel eigentlich nie mehr in Kontrolle bekommen. Vor allem, wenn wir den Ball erobert haben, haben wir den Ball viel zu schnell wieder verloren oder weggegeben, und das hat natürlich dann dem Gegner die Initiative gegeben, und darum haben wir auch nach vorne nicht viel oder sehr wenig machen können, weil ohne den Ball ist das natürlich unmöglich. Es tut uns natürlich leid für unsere Fans, und wir sind natürlich auch sehr frustriert und enttäuscht, dass wir nicht das gebracht haben, was wir uns vorgestellt hatten. Und wir müssen jetzt mal grundsätzlich überlegen, wie es bei uns für die Zukunft weitergeht. Danke, Roberto Di Matteo. Jürgen, deinen Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, was soll ich sagen? Perfekter Nachmittag für uns. Kam ein tolles Spiel meiner Mannschaft, von der ersten bis zur letzten Minute. Ja, super einen Ball laufen lassen, in den richtigen Räumen Fußball gespielt, in die richtigen Räume gespielt, gegen Pressinger, herausragend gut. Und ja, erste Halbzeit schon massenhaft Torchancen gehabt, die wir nicht nutzen konnten. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir gezeigt haben, dass uns das nicht nervös werden lässt. Wir haben die zweite Halbzeit genauso, haben den Faden wieder aufgenommen und weiter Chancen vergeben. Bis zur 78 Minute dann endlich den Ball reingeschossen und alle Knoten geplatzt. Dann haben wir, denke ich, das heute für heute verdiente Ergebnis uns noch erarbeitet mit tollen kleinen Nebengeschichten. Klar wird morgen überall stehen, wie Aubameyang und Marco Reus zusammen gejubelt haben mit den Masken, aber der noch schönere Jubel war der für und mit Henrik Mkhitaryan, wo eigentlich alle, da wollten alle draufhüpfen, glaube ich. Also den wollten wirklich alle platt machen, weil er nicht nur heute ein ganz tolles Spiel gemacht hat, sondern war ein wichtiger Moment. Toller Angriff, tolles Tor und für uns natürlich super wichtig. Man kann einige Dinge direkt vorwegnehmen. Ich habe die Tabelle schon gesehen. Das sind maximal, je nachdem, wie das morgen noch läuft und heute, 5 Punkte nach hinten, und dementsprechend ist nichts passiert. Wir haben unglaublich, wir haben 4 Spiele in Folge gewonnen und sind trotzdem nur 5 Punkte nach hinten. Da sieht man, in was für einer Situation wir waren und sind. Und ja, wird weitergehen, aber muss auch in der Art und Weise weitergehen. Dankeschön. Danke, Jürgen. Wir haben 2 charmante Damen mit Mikrofonen hier in ihren Reihen und bitten um ihre Handzeichen. Felix Meininghaus fängt an, bitteschön. Herr Klopp, was haben Sie gedacht, als es zur Halbzeit 0-0 stand und Ihre Mannschaft hatte bereits 11 gute Möglichkeiten vergeben? Verzweifelt man da oder wie geht man damit um? Nö, wir waren eigentlich relativ, also ganz ehrlich, wir waren relativ gelöst in der Kabine, nicht irgendwie rumgebrüllt oder sowas, sondern das Borussia Dortmund. All inclusive, Spiel, Spaß und Spannung über die kompletten 95 Minuten. Auf die Spannung könnten wir heute häufig genug verzichten, aber es ist jetzt ja nichts Neues für alle, die ja öfter sind, dass wir jetzt nicht jede Torchance nutzen. Mir war wichtig, dass wir das durchziehen.
Ich hatte nicht den Eindruck, dass wir keine Chancen mehr kriegen würden in der zweiten Halbzeit, weil gegen die Art und Weise, wie die Mannschaft heute aufgetreten ist, war wenig Kraut gewachsen. Das war einfach bärenstark. Das war die richtigen Schlüsse aus allen Spielen, die wir bisher gemacht haben, gezogen und umgesetzt. Deswegen, klar, hätte ich es lieber anders gehabt, aber jetzt nach dem Spiel kann ich sagen, so ist es auch in Ordnung. Wir gehen zum Kicker und dann zur WAZ hier vorne. Bitteschön. Herr Di Matteo, wie meinen Sie das? Sie müssen grundsätzlich überlegen, wie es weitergeht. Worauf bezieht sich das? Ja, auf die personelle Situation bei uns und wo wir auch mit diesem System weiterspielen werden. Ich glaube, grundsätzlich ist es eine Einstellungssache, aber sicherlich müssen wir mit dem Ball viel mehr daraus machen, als wir heute gemacht haben. Peter Müller, bitte. Herr Di Matteo, würden Sie sagen, dass alle Ihrer Spieler heute alles gegeben haben? Ja, natürlich. Das Resultat ist natürlich sehr negativ für uns. Ich glaube, alle haben versucht zu kämpfen. Natürlich, wenn man verliert, verliert man als Kollektives. Und da haben wir alle zusammen verloren. Und ich glaube, das ist die Situation. Wir gehen in die zweite Reihe zur Bild-Zeitung, Heiko Niederer. Herr Klopp, waren Sie denn selber überrascht über den Jubel? Waren Sie eingeweiht und wird es das in Zukunft vielleicht häufiger geben? Über den 1-0-Masken-Jubel meinte ich jetzt. Ich war sehr überrascht. Das einzig Positive daran ist, dass Ober so selbstbewusst ist vorm Spiel, dass er denkt, er würde treffen, hat das deshalb vorbereitet. Ansonsten, ja, es ist witzig, aber es gibt gelbe Karten und damit ist natürlich auch schon wieder raus. Also 5-mal gemacht und du guckst ein Spiel zu. Dementsprechend, wir haben, glaube ich, jetzt fast alle Masken durch mit Ober. Und, nein, es ist unangenehm, dass man das praktisch, dass man sagen muss, das darf es nicht machen, weil es natürlich auch eine ganz witzige Geschichte ist, aber geht ja nicht. Gibt es weitere Fragen? Daniel Berg von der Westfalenpost, bitte. Herr Jürgen, du hast angesprochen, das Tor von Henrik Mkhitaryan. Wie wichtig kann das für ihn sein? Er stand ja durchaus lange auch in der Kritik. Kann das helfen für die kommenden Wochen? Ja. Also Miki hat, also das Spiel in Turin war ja schon ein Riesenschritt nach vorne. Ja? So, das ist ja, das war jetzt nicht das, was Miki an seinem besten Tag spielen kann, aber es war ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Und heute war nochmal einer draufgepackt. Also es war einfach defensiv-taktisch das beste Spiel, das er bisher für Borussia Dortmund gemacht hat. Und es war für uns total wichtig, dass er immer wieder das Tempo angezogen hat. Und dadurch, wir können ja nicht nur verlagern. Du musst, wenn du verlagerst, wenn der Gegner so steht, wie Schalke heute stand, dann kannst du verlagern, klar, aber dann muss eine Tempo Variation kommen und das war super wichtig, war sehr ballsicher und einfach, wir haben ja alle gemeinsam auf dieses Tor gewartet sozusagen und na klar kann das eine Befreiung sein, inwiefern müssen wir abwarten. Jetzt kommt Dresden und dann kommt, da gehen wir zum HSV, die laufen sich da im Moment oben wirklich wund, die rennen wie die Hasen, es bleibt total wichtig, dass wir eine gute Form auf den Platz bringen. Ich hatte vorher gesagt, wir sind auf einem guten Weg, aber den müssen wir einfach durchziehen. Das gilt für Miki wie für alle anderen. Jürgen Kors von den Ruhrnachrichten. Ja, Herr Klopp, vor 4 Wochen galt die Lösung im defensiven Mittelfeld mit Nuri Sahin, Ilkay Gündoğan noch als ein bisschen vielleicht riskant, weil sie vielleicht nicht so defensiv stark sind. Mittlerweile haben die beiden sich toll eingespielt. Wie beurteilen Sie diese Zentrale in Ihrer Mannschaft? Das war immer eine Idee, als wir als Nuri zurückkam, dass das irgendwann mal funktionieren sollte. Wir hatten nur relativ selten die Gelegenheit, das auch irgendwie mal durchzuspielen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber in dem Moment, wo wir eine kompakte Formation hinbekommen mit allen, also wo wir es wirklich schaffen, die Räume klein zu halten, ist Nuri wie ein Neuzugang. Ja, dann sind die Wege kurz, dann hat er ein sensationelles Talent für Gegenpressing, dann ist er defensiv richtig stark und dass dann beide auch kicken können, das ist ja keine Frage, aber was wir heute viel besser gemacht haben, auch wenn ihr jetzt auf Einzelleute hinaus wollt, war einfach, wir haben es viel besser abgesichert, wir standen einfach in der letzten Linie waren viel aktiver, das war in Turin das Problem, beim ersten Gegentor war es noch ein bisschen so, dass wir haben zwar Gegenpressing versucht, aber zweimal einen Zweikampf verloren, beim zweiten standen wir einfach nur tief und waren passiv dann am Ende und das ist natürlich Quatsch und wir haben heute, Mats und Neven haben das super gemacht, Olli Kirch
Ja, und Schmelle zusammen eine richtig gute letzte Linie gespielt, Fußball gespielt und trotzdem unsere eigenen Angriffe abgesichert. Das war gut. Und dann kann man, wenn alle defensiv mitarbeiten, dann kannst du mit sozusagen zwei Achtern da spielen. Ansonsten macht das wenig Sinn. Ich sehe doch Richard Leipold von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bitte. Herr Di Matteo, wie haben Sie die Leistung von Boateng heute gesehen? Ja, wie gesagt, es war eine kollektive schlechte Leistung von uns, alle inbegriffen, von mir auch. Und wir werden das jetzt in den nächsten Tagen bearbeiten und analysieren und sehen, wie wir das verbessern können. Wir haben viel Arbeit vor uns. Das habe ich am ersten Tag gesagt, dass ich gekommen bin. Haben zwischenzeitlich mal ein bisschen aufgeholt auf die anderen Mannschaften und jetzt wieder ein bisschen Punkte verloren oder Plätze verloren in der Tabelle. Aber wir müssen das, ist schwierig, so eine Niederlage hinzunehmen. Und das müssen wir jetzt alle zusammen machen. Bitte schön, Timo Müller nochmal für den Kicker. Herr Di Matteo, noch eine Nachfrage zu Timon Wellenreuth. Er hat ja einige Großchancen vereitelt, dann aber das 3:0 verschuldet oder mitverschuldet. Wie sehen Sie die Szene und wie kritisch ist sie für die Entwicklung eines so jungen, unerfahrenen Torhüters, auch wenn sie nicht spielentscheidend gewesen ist? Ja, wie Sie schon angewähnt haben, er hat während des Spiels sicherlich viele gute Paraden gemacht für die Mannschaft. Es ist natürlich schade für ihn und für uns, dass am Schluss noch so ein Patzer herausgekommen ist. Wir wissen, dass er jung ist, aber trotzdem haben wir ihm volles Vertrauen gegeben und geben ihm volles Vertrauen. Er hat bis auf wenige Situationen hat er wirklich sehr gut gehalten. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und ich glaube, dass ich für beide Trainer und für beide Clubs spreche, wenn ich sage, dass wir uns wünschen, dass alle eine sichere Heimfahrt haben. Dankeschön, tschüss.